Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ich war beim Action-Shoppen. Ja, da ist einiges zusammengekommen. Ich hatte eine Einkaufsliste und ich hatte einfach mich auch inspirieren lassen im Laden. Und wenn du Bock drauf hast, so ein bisschen durch meine Einkäufe zu stöbern, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Es ist immer so interessant, du gehst halt in den Action rein und denkst dir, ach, so teuer wird das gar nicht, ne? Ja, stehst an der Kasse, ganzer Wagen ist voll mit Sachen, kannst kaum noch drüber gucken und am Ende hast du 175 Euro bezahlt. Herzlich willkommen, das ist die Realität, auch wenn die Sachen halt immer relativ günstig sind, so für sich. Ich blende euch ja auch die Preise ein, aber ja, in der Gesamtheit, ne, wobei ich auch ein paar teurere Sachen dabei hatte. Ich fange auch einfach mal an mit den Sachen, die halt quasi den Preis auch so hoch gemacht haben. Und zwar habe ich irgendwie eben niesen müssen und deswegen habe ich, kennt ihr das? Oh, das Gefühl, als müsste ich schnüffen, aber wenn ich schnüffe, dann bringt das nichts. Egal. Auf jeden Fall habe ich Handtücher gekauft, denn ach, es nervt mich einfach, wenn ich irgendwie merke, wir haben irgendwie zu wenig. Wir haben eigentlich so zwei Sätze Handtücher, die ich dann halt auch immer direkt waschen muss. Ansonsten haben wir keine Handtücher mehr, dann ist es ein kleines Problem. Und hier habe ich jetzt einfach mal in zwei verschiedenen Farben jeweils einen kompletten Satz gekauft. Also einmal in so einem Pink oder Drachenfruchtrot. Also da sind für uns immer, ein Satz besteht aus zwei kleinen Handtüchern, die nehme ich nämlich immer für mein Gesicht. Dann haben wir hier so ganz klassische Handtücher, ne, die wir halt zum Händeabtrocknen nehmen, beziehungsweise eins davon nehme ich auch immer für meine Haare bei der Dusche und halt zwei Duschtücher. Eins für meinen Freund, eins für mich. Wie gesagt, einmal in diesem Ton. Muss man, wie ich jetzt auch von euch mitbekommen habe, haben viele mir bei Instagram geschrieben, super vorsichtig mit umgehen, weil die wohl krass abfärben am Anfang. Also erstmal derbe durchwaschen, mache ich aber sowieso, ne, dass die natürlich gleich erstmal in eine Waschmaschine und dann in den Trockner reinkommen und so. Das habe ich dann nochmal gekauft in so einem Petrol-Türkis, sage ich jetzt einfach mal. Und ja, also es gibt ja noch die etwas höhere Qualität, das hatte Nathalie Nord Beauty ja auch gezeigt, ne, diese Hotel-Premium-Tüdelü-Geschichte. Muss ich ehrlich sagen, war mir ein bisschen zu teuer. Wenn ich jetzt wirklich zwei solche komplette Sätze davon mitgenommen hätte. Nee. Das war mir einfach zu teuer. Und ja, aktuell sind wir ja viel am Renovieren, Kinderzimmer und so weiter. Da fällt einem das Geld auch leider nicht aus dem Hintern raus, ne? Und ja, deswegen habe ich da einfach mal die günstigere Variante mir ausgesucht. Da habe ich jetzt, glaube ich, pro Satz irgendwie 30 Euro oder so bezahlt, ne? Fand ich in Ordnung, weil, ja, wenn das Baby kommt, ihr wisst jetzt ja auch, dass es ein Junge wird, ne? Genau. Wenn er dann geboren wird, dann werden wir auch wahrscheinlich ein paar mehr Handtücher brauchen. Da werde ich mir dann wahrscheinlich auch für ihn noch ein paar mehr Handtücher kaufen, aber, ne? Besser haben als brauchen. Jo, dann ist es bei mir halt immer so, dass ich super gerne in diese Süßigkeitenabteilung reingehe. Es ist furchtbar, ich weiß. Aber ich liebe es einfach. Und dann habe ich tatsächlich da auch viele Dinge gesehen, die ich witzig fand und die ich meinem Freund einfach mitbringen wollte. Und damit fange ich jetzt erstmal an. Für meinen Freund bringe ich immer Strohwaffeln mit. Genau, das ist hier von Patisserie, ne? Und Action ist ja ein holländischer Laden, holländisches Geschäft. Und wir wohnen ja auch in der Nähe der holländischen Grenze und sind dementsprechend auch immer mit Holland-Märkten groß geworden. Das heißt, sowohl mein Freund als auch ich kennen diese Strohwaffeln noch aus unserer Kindheit. Und er freut sich immer sehr, wenn ich ihm die halt mitbringe, weil die sind schon sehr original und sehr, sehr lecker. Und dann mache ich ihm doch gerne eine Freude. Das hier fand ich einfach witzig. Ich dachte, ich hätte zwei davon. Aber ich habe wohl nur einen davon gekauft. Es sei denn, irgendwo ist noch einer versteckt. Nö. Ne, schade. Ich dachte, ich hätte zwei gekauft. Einen für mich und einen für ihn. Trolli Big Burger, das sind diese hier. Ich weiß nicht, da habe ich letztens mit ihm nämlich mal drüber gewitzelt gehabt, dass es super witzig war. Und dass wir das halt aus der Kindheit so kennen, dass die eigentlich furchtbar schmecken, aber irgendwie total witzig waren. Ne? Ja, habe ich einen für ihn dann mitgebracht. Wie gesagt, ich dachte, ich hätte zwei. Und ein Riesenlolli. Fragt mich nicht warum, aber ich war halt im Action, habe das Ding gesehen und habe mir gedacht, ach, das fände er wahrscheinlich witzig. Und da hast du auch irgendwie ganz viele Lutscher halt so drin, ne? Und ja, fand ich halt einfach witzig. Ja, manchmal muss man Humor haben. Für mich habe ich dann mitgenommen von Haribo diese Ballersticks.
Liebe ich. Fun Fact dazu, als ich damals schwanger war, das ist übrigens mit Erdbeergeschmack, also als ich angefangen habe, schwanger zu sein, habe ich mir die im Action auch gekauft, denn ich bin irgendwie kurz vorher bei Action gewesen, hatte Heißhunger darauf, da wusste ich glaube ich noch nicht, dass ich schwanger war und hatte die dann auch an meinem Laptop liegen, als die, also meine Schwiegermama in Spe und ihr Lebensgefährte bei uns zu Besuch kamen und wir denen quasi verraten wollten, dass ich schwanger bin. Und das hat mich damals dann verraten, weil da quasi der Lebensgefährte von meiner Schwiegermama in Spe die Dinger da liegen sehen hat und direkt dachte, Claudia ist schwanger. Genau, ja. Also irgendwie witzig, ne? Aber ich finde die super lecker. Da, ne, könnte ich theoretisch die ganze Packung essen, aber danach ging es mir wahrscheinlich nicht so gut. Aber die sind so lecker. Ich mag die gerne echt. Etwas, wofür ich mittlerweile bei manchen Leuten bekannt bin. Wahrscheinlich, weil ich auf Korfu das die ganze Zeit exzessiv in mich reingeschaufelt habe und immer mein Notfall-Snickers dabei hatte. Snickers, da sind 10 Stück drin, ne? Das ist halt so eine große Packung und ich glaube, dass es auch relativ günstig ist in Relation zu, wenn du die halt so im Supermarkt kaufst, weil ich habe letztens bei uns im Supermarkt, ich glaube, 5 Stück für genau den gleichen Preis gekauft. Also die haben jetzt ja, glaube ich, 3 Euro irgendwas gekostet. Ja, fand ich gut. Durfte mit, weil ich brauche Notfall-Snickers. Die packe ich mir ja auch wahrscheinlich oben in den Tisch rein. Oder ich packe mir hier die Ballistos rein, weiß ich nicht. Da habe ich mir 6 Stück halt in dieser Packung geholt. Ne? Ich brauche das halt einfach zwischendrin. Das ist so dieser Energiekick, weil ich habe halt wirklich niedrigen Blutdruck und dann brauche ich zwischendrin irgendwas Süßes, was halt irgendwie mich in Wallung bringt. Ich habe auch natürlich unten Traubenzucker liegen. Also unten im Wohnzimmer zum Beispiel. Ne? Dass wenn ich dran vorbeikomme, dass ich mir dann einen nehme oder so. Aber ja. Ne? Ballisto. Habe ich mir auch mitgenommen. Und weil wir noch nicht genug zuckersüß unterwegs sind, habe ich auch noch so kleine Partycakes mitgenommen von der Patisserie. Die finde ich auch großartig, die feiere ich. Und die sind quietschesüß, aber ich finde die geil. Weiß ich nicht. Schaut euch da auf jeden Fall mal um. Ich finde diese ganzen holländischen Kuchengeschichten mega geil. Ich habe ja auch damals für ein holländisches Unternehmen mal gearbeitet und war dann auch öfters in Holland und habe dann dort bei dem Albert Heijn, so heißt dieser Supermarkt dort, ne, öfters eingekauft und mir dann einfach so Apfelkuchen oder sonst irgendwas geholt, mal so zum Mittagessen. Läuft bei mir, ne? Und ich habe es so geil gefunden. Also es ist immer super süß alles und super viel Plastikverpackung tatsächlich auch, wenn man dort in den Supermärkten einkaufen geht. Aber ich liebe es. Ich liebe diesen Geschmack, den die Holländer auch haben. Also das ist so voll meins. Wahrscheinlich, weil ich halt auch damit ein Stück weit groß geworden bin, ne? Mega. Ja, ihr habt es wahrscheinlich auf Instagram auch so ein bisschen mitbekommen. Ich habe ja hier so mein Zimmer ein bisschen auch umgestaltet, ne? Und auch schon die ein oder andere neue Möbelstückgeschichte hier drin. Es wird hier auch noch eine richtig schöne Roomtour geben, wo ich euch auch mitnehme, wo ich euch auf YouTube auch richtig mitnehme. Und dann auch die Schminksammlung teilweise anreißen werde. Detailliert werde ich nochmal drauf eingehen in separaten Videos, ne? Oder mache ich ja auch schon aktuell, wo ich auch die Klatter mache. Und dann wird es noch mal ein Video geben, wo ich meine komplette Schminksammlung zeigen werde. Das wird aber wahrscheinlich sehr lang werden. Und auf jeden Fall habe ich hier ja auch jetzt ein Schlafsofa stehen. Und die erste, die es einweihen wird, ist ja die liebe Sarah Isabel. Die kommt dann ja einen Tag vor der Glow vorbei und wird dann eine Nacht hier verbringen. Ich hoffe, dass ihr die Schlafcouch gefallen wird. Ich habe auf jeden Fall ein bisschen Bettwäsche dafür auch natürlich kaufen müssen, weil wir das so nicht hier hatten. Wir sind also wirklich bei vielen Dingen haben wir gar nicht so viel da. Also das Einzige, wo wir halt wirklich uns eskalativ auslassen, mein Freund und ich, ne, das ist halt tatsächlich jeweils unser Hobby, also wobei ich jetzt mein Hobby ja zum Beruf gemacht habe, also diese ganze Beauty-Geschichte ist halt bei mir eskalativ. Bei ihm ist es halt Lego und Handwerken gedönsen, ne? Und bei Handwerken, ja doch schon, das ist schon sehr eskalativ bei ihm. Aber ansonsten sind wir halt mit viel weniger immer unterwegs. Also da haben wir gar nicht so viele verschiedene Sachen. Also auch bei Bettwäsche oder so. Wir haben Sommerbettwäsche, 2 verschiedene Garnituren. Ne? Dass, wenn die eine in der Wäsche ist, wir die andere drauf machen können. Bei Wintergarnitur genau das Gleiche. Und deswegen hätten wir so gar nicht wirklich die Möglichkeit, dann hier oben halt auch nochmal separat ein Bett zu beziehen.
Ja, deswegen habe ich dann extra für hier oben auch neue Sachen gekauft. Ja, ein Kissen, also Kissen an sich, ne, hatten wir noch da. Da ja, brauchte ich dann halt natürlich nur den Bezug. Da komme ich jetzt gerade nicht bei. Das heißt, die Bettdecke zeige ich euch gleich. Aber so ein Bettlaken habe ich auch noch geholt. Das ist jetzt hier in 1,40 x 2 Meter. Von der Breite her ist diese Liegefläche 1,10, 1,20 ungefähr. Das heißt, es wird ein bisschen überstehen, aber es kannst du ja umschlagen. Ist nicht so schlimm. Habe ich jetzt hier von Comfy Beds oder so heißt das, ne? Jersey Fitted Sheet. Und das ist halt in so einem, ja, ne, ausgewaschenen Grünton, nenne ich das jetzt einfach mal. Das kommt jetzt auch gleich in der Wäsche. Fand ich okay. Also, ne, halt okay. Wir haben hier blauen Teppichboden, da kannst du auch so einen grünen Gedöns nehmen. Also ich mag eigentlich für uns unten gerne sowas tatsächlich. Also da haben wir super viel, was grün und so angeht, weil wir unser Schlafzimmer als Waldzimmer haben. Also da habe ich eine große Fototapete, wo ein Wald drauf abgebildet ist. Und dann der Fußboden besteht quasi aus, wie nennt sich das? Vinyl mit Kork irgendwie drunter oder so. Und das sieht richtig aus wie Holz, ne? Ist es aber nicht. Es war halt deutlich günstiger. Aber, ne? Haben wir halt damals gekauft. Auf jeden Fall haben wir da super viel mit Grün und so, weil das unser Waldzimmer ist. Einfach auch grüne Gardinen und so. Auf jeden Fall habe ich dann auch noch viel hier oben Bettwäsche geholt. Das habe ich, glaube ich, bei der Kinderbettwäsche weggeholt, weil ich das auch irgendwie hübsch fand. N. O'Leary, 1,35 x 2 Meter und dann noch ein Kissen dabei, Kissenbezug, ne? Und das ist halt, also einmal so soll das dann quasi aussehen. Das ist so ein Aprikot und dann sind da so Herzchen und O's und so mit dabei. Fand ich irgendwie knuffig. Kann es jetzt so nichts zu sagen, finde ich, ne? Also ich denke, dass hier oben auch, ja, jetzt nicht so super häufig auch Menschen schlafen werden. Vielleicht werde ich mal hier oben hin ausweichen. Dann nehme ich halt eh meine eigene Bettdecke mit. Aber ich glaube, 1,35 x 2 Meter ist vollkommen in Ordnung. Von meiner Familie werden hier, glaube ich, recht selten Leute schlafen. Die sind alle sehr, sehr groß. Also meine Mom ist über 1,80, mein Papa ist über 1,90, ne? Für die wäre das dann wahrscheinlich ein bisschen klein, genauso wie das Bett dann auch zu klein wäre, aber Die wohnen ja hier um die Ecke. Da macht ja gar keinen Sinn. Deswegen habe ich mir auch gedacht, macht eigentlich vollkommen Sinn, wenn ich dann auch sowas mitnehme. Und ja, warum eigentlich nicht? So, dann habe ich ein kleines bisschen Beauty auch mitgenommen. Da ja, habe ich euch auf Instagram auch mitgenommen und so ein Reel auch wieder abgedreht und euch so ein bisschen durch die Abteilung durchgeführt. Nächstes Mal, versprochen, werde ich auch ein bisschen mehr Deko inkludieren und ein bisschen mehr was war das noch? Geschirr. Genau, Geschirr wurde sich auch gewünscht. Und hier habe ich auf jeden Fall mir zwei Tuchmasken mitgenommen. Das ist einmal so ein Neon Blue Color, finde ich auch süß. Splash with Good Vibes and Neon Colors contains Hyaluronsäure. Fand ich super, für trockene Haut geeignet habe ich. Ich mag Masken. Und dann halt hier von The Beauty Depth Cooling Sheet Mask. Das ist Reduces Puffiness. Puffiness, ne? And Calms the Skin. Also das fand ich halt auch ganz cool. Und hier habe ich mir die Inhaltsstoffe bei den beiden Masken auch oder bei allen Masken, die ich gesehen habe, durchgelesen. Und die beide kann ich jetzt auch in der Schwangerschaft verwenden. Das fand ich wichtig. Dann habe ich hier noch was mitgenommen. Mein Freund hatte sich letztens halt so einen Raumduft gewünscht. Habe ich ihm zwar auch beim DM-Haul mitgenommen, aber ich habe mir gedacht, komm, das ist jetzt auch nie weg, ne? Limited Edition White Flower Home Dry Air Freshener. Das ist einmal so ein Ding. Und wenn er da einfach Bock drauf hat, das zu verwenden, dann kann er das nehmen, ne? Jo. Ich glaube, da hat er auch wohl Interesse dran. Dann habe ich mitgenommen zwei Müsli-Schalen. Weil sowohl mein Freund als auch ich sind jetzt aktuell ein bisschen häufiger am Müsli essen. Und deswegen habe ich hier einfach mal so zwei mitgenommen. Die waren jetzt auch wirklich nicht teuer. Ich fand die auch ganz hübsch und schlicht, ne? Haben sogar einen Goldrand außen drum rum. Albert nice. Und die haben, also theoretisch hätte man die in verschiedenen Mustern auch mitnehmen können. Ich habe mich jetzt für einheitlich dieses Muster entschieden. Und das fand ich auch von der Größe her schön. Ne? Kannst du eigentlich nicht zu sagen. Dann ist es ja so, dass ich hier oben ja mein Zimmer neu eingerichtet habe und mein Freund unten ja in meinem ehemaligen YouTube-Zimmer sein Büro eingerichtet hat. Und dafür habe ich jetzt einfach mal Mülleimer mitgebracht. Also das sind jetzt drei Stück. Da wollte ich jetzt zwei für hier oben nehmen und einen kann er dann für unten nehmen, wenn er möchte. Ne? Ich habe mir gedacht, dass er das wohl auch gut finden würde. Ich habe jetzt aktuell, da hier noch Baustelle ist, natürlich viele Möglichkeiten, weil da hinten ist ein Ständer mit einem blauen Sack, dann habe ich da auch noch einen gelben Sack hängen und so und Papiermüll habe ich da sowieso die Möglichkeiten. Also das ist alles kein Thema, aber ich habe mir halt gedacht, so auch für die Zukunft ist es schöner, wenn ich hier so meine eigene Mülleimer auch stehen habe und ja, ne?
Finde ich immer ganz wichtig. Dann habe ich, ja, habe ich ja schon gesagt, die Bettdecke mitgenommen oder gekauft. Hat mich ein bisschen geärgert, weil wir waren einen Tag später bei Lidl, weil mein Freund da was kaufen wollte. Und da hatten die auch für, ich glaube, 2 Euro günstiger auch so eine Bettwäsche. Naja, egal. Das ist jetzt auch von Comfy Beds in der 1,35x2 Meter Geschichte. Four Seasons Single Duvet, also quasi ein für einen Menschen eine Bettdecke. 1,35x2 Meter, genau. Das ist die Größe. Bam. Dann... Der Sommer ist da wahrscheinlich, wenn das Video online kommt. Und knapp, das war die Hüfte. Ich habe mir letztes Jahr auch so einen Pool gekauft, ne, bei Rossmann. Da ist leider Mäusefraß. Also wir sind ja hier auf dem Land, ne. Wir haben hier Lebewesen um uns drum herum. Und da hat sich wohl eine Mausfamilie gedacht, dass es total super wäre, in so einer Grillabdeckungsgeschichte und einem Plastikpool zu überwintern und haben sich da einmal komplett durchgefressen durch das eingefaltete Gedönsen. War da so ein Loch quasi einmal drin, als ich da eben ist gut, Quatsch, letztens was gesucht habe und das gesehen habe, war das ein bisschen blöd. Aber gut, das habe ich da mitgenommen. Das war auch direkt am Eingang an so einem Aufsteller. Und das fand ich cool. Dann kann ich mir auch dieses Jahr wieder so eine Art Infinity-Pool mit unserem Teich zusammen basteln. Nee, ich finde es ganz schön, ne? Und das soll ja auch bis 30, 40 Grad werden bei uns. Dann kann ich das ganz gut gebrauchen. Dann hatte mein Freund mich darum gebeten, für ihn tatsächlich auch was mitzunehmen. Oh, ich habe keine Hausschuhe an und bin gerade über meinen Fuß gerollt. Ich werde bald ein Kind gebären. Das heißt, die Schmerzen kann ich gerade noch so aushalten. Aber es tut schon scheiße weh, ey. Boah, bin ich ein Trottel. Okay, 100 Liter haben diese Dinger als Fassungsvermögen. Den Deckel, den man halt auch so zuklappen kann. Ihr habt es auch letztens bei mir gesehen, da habe ich mir auch solche Dinger gekauft, ne? Und jetzt halt für meinen Freund auch 2 Stück. Jo, ne? Kann man auf jeden Fall immer ganz gut gebrauchen. Eine Dragon Box nennt die sich. Sehr cool. Ich glaube, die hieß Hedwig. Als ich da geguckt hatte, nach den verschiedenen Größen, hatte die sogar einen Namen. Ich glaube wirklich, dass die Hedwig hieß. Und ja, hier ist halt so ein Deckel, den kannst du so auf und zu klappen. Das fand ich persönlich auch ganz cool. Ne? Und dann hast du nicht so einen separaten Deckel rumfliegen. Hast du den immer mit dabei, könntest du natürlich auch abmachen. Aber ja, das kann mein Freund gut gebrauchen, eben für seine Aufbewahrungsgeschichten für Lego und Co. Und dann habe ich hier noch ein paar Sachen mir gekauft für YouTube bzw. Instagram, wenn ich so schöne Fotos machen möchte. Ihr seht das ja auch auf meinem Insta-Feed, ne? Ich versuch's wirklich, aber ich bin echt nicht so super gut drin. Und da habe ich mir gedacht, okay, wenn ich mir jetzt so ein paar Hilfsmittel organisiere, vielleicht hilft mir das dann ein bisschen. So als Base, als Grundlage, ne? Was ich dann quasi so als, also als Hintergrund im Foto, aber wenn ich halt das Foto mache, als Decke im wahrsten Sinne des Wortes nehme, ne? Das ist halt diese Decke, die habe ich mir gekauft, die war halt super günstig. 1,40x1,80, die kann man auch irgendwann als Decke verwenden, ist ja überhaupt kein Thema, ne? Ich denke, die werde ich auch schön zusammenfalten und dann quasi auf dem Schlafsofa, ne, dass ich das da so hinlegen werde. Aber die wird vornehmlich halt für Fotos verwendet werden. Ich fand das einfach von der Idee her irgendwie logisch, ne? Weil dann hast du halt irgendwas, was nicht so schnell knittrig faltig wird, aber gleichzeitig halt auch etwas, was einen ruhigen Hintergrund bietet. Und deswegen habe ich mir die mitgenommen. 100% Polyester läuft bei ihr, ne? Die wird auf jeden Fall gleich erstmal gewaschen. Aber ich fand die gut. Tatsächlich, ja. Dann habe ich mir auch noch mitgenommen, so Blumen, einfach um das ein bisschen aufzupeppen. Das werde ich aber wahrscheinlich hier so ein bisschen, das ist ein Sträußchen, ne? Das werde ich auseinanderdröseln. Das ist einmal so ein für rosa oder rote Produkte oder auch grüne Produkte. Da ist ja auch was Grünes hier dran, ne? Fand ich das ganz cool. Dann, wenn ich was Blaues habe, ich möchte irgendwie das, ich möchte mein Feed harmonischer hinkriegen. Mal gucken, ob ich das schaffe, Leute. Ihr wisst Bescheid, ne? Dann eine gelbe Sonnenblume, ne? Man könnte natürlich auch echte Blumen sich holen, aber das ist schwierig, weil die Blumen gehen ja irgendwann ein. Und ich finde diese Plastikblumen von Action auch wirklich schön, ne? Die sind ja auch gar nicht so super teuer. Es geht wirklich vollkommen klar. Irgendwie 2-3 Euro oder so kosten die ja nur. Geht wirklich klar. Dann habe ich auch noch so einen weißen Strauß mitgenommen.
läuft, ich sag's euch. Und das fand ich cool, war in der Gartenabteilung und da habe ich echt gedacht, das wäre doch, glaube ich, eine ganz gute Geschichte. Klar, wir haben ja auch einen Rasen, aber gerade jetzt, wir sprengen ja unseren Rasen nicht, weil das wäre Wasserverschwendung, ich finde sowas ein bisschen doof. Ich möchte nicht, nur dass mein Rasen grün aussieht, Wasser verschwenden. Das ist nicht ganz so, ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt darf, ne? Also dass man in den heißen Sommermonaten überhaupt so viel Rasen sprengen dürfte, weiß ich echt nicht. Ich glaube, es gibt Regionen, wo das sogar verboten ist. War jedenfalls vor ein, zwei Jahren ja auch mal so der Fall. Auf jeden Fall machen wir das nicht. Dementsprechend ist unser Rasen auch teilweise eine kleine Wüstenlandschaft. Ist aber nicht schlimm. Wächst ja wieder. Und da hätte ich sonst ja zum Beispiel Produkte drauf drapiert und dann halt schöne Fotos gemacht, um dann halt so einen grünen Hintergrund zu haben. Jetzt im Sommer oder Frühling oder im Herbst, ne? Hast du eigentlich die Möglichkeit. Aber in der Gartenabteilung gab es Teile, die kannst du eigentlich nehmen, um sie so... Ja, wofür ist das eigentlich gedacht? Ich weiß das gar nicht. Wahrscheinlich, um so eine Art Kunstrasen oder Kunstgedönsen zu machen. Weißt du, wenn du das so an eine Wand machst oder auf dem Boden, weil das fühlt sich auch wirklich schön an, wenn man da so mit der Hand drauf geht, ne? Kannst du jetzt schlecht machen, aber das sieht auch nicht so kacke aus, wie man das so denken würde von so einem Kunstvieh, ne? Klar, es glänzt ein bisschen. Aber ansonsten, für so ein Foto finde ich das voll geil. War jetzt auch nicht so super günstig, finde ich persönlich, ne? Aber es ist ja auch super eigentlich aufwendig gearbeitet, weil du hast ja hier, ich weiß gar nicht, ist das gegossen? Ich glaube schon, ne? Ja, aber trotzdem, ne? Allein diese Herstellung von so einem Ding ist jetzt ja auch nicht super billig. Öl ist teuer, wissen wir alle mittlerweile, ne? Musst du nur mal an der Zapfsäule vorbei. Ey, ich war mit dem Auto von meinem Freund tanken. Der hat einen Kombi, einen Diesel. Weil mein Auto ist ja schon mal wieder seit zwei Wochen in der Werkstatt, ne? Kommt ja bald weg, endlich. Und ich habe 100 Euro in den Tank geworfen und ich habe echt fast da an der Zapfsäule geweint, ey. Böse, böse, wirklich böse. Auf jeden Fall, genau, fand ich das halt für Fotos ganz schön. Aber ich finde es als Produkt halt auch schön, ne? Also kann ich euch empfehlen, euch das mal anzuschauen, wenn ihr mal drüber nachgedacht habt, vielleicht den Balkon ein bisschen grüner zu machen. Genau, das kannst du auch so von außen an den Balkon machen, damit das hübscher aussieht, glaube ich, ne? Und gleichzeitig ein bisschen das Ganze blickdicht zu haben. So, ihr Lieben, ich glaube, ich will da immer drauf fassen, weil das fühlt sich echt nicht schäbig an. Ja, das müsste es jetzt gewesen sein, ne? Das war jetzt so mein Action-Haul. Ich bin da nicht ganz so viel immer bei der Beauty-Geschichte unterwegs. Ich habe dann immer wirklich so bunt gemischt. Es ist immer Food dabei bei mir, aber halt auch echt immer so einfach Dinge, die ich praktischerweise brauche. Das heißt, ich fahre meistens auch gezielt zum Action hin, um dann gewisse Dinge zu holen. Und ja, ich hoffe, es war für euch trotzdem unterhaltsam und schön. Ich muss meinen Schluck trinken. Ich kann gerade nicht mehr... Ach Mensch, ich habe eben ein ganzes Glas voll mit Rote-Bete-Saft getrunken, weil die Pflegerin von meinen Großeltern mir das empfohlen hat in der Schwangerschaft und es war echt nicht lecker gerade. Puh, auf jeden Fall. So, also kurz vorm Video. Nee, die Zunge ist nicht mehr rot. Es sah eben ganz schlimm aus, Leute. Okay, also, wenn ich euch unterhalten habe, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Hauls. Hier unten mit meinem neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!